Hallo, in diesem Video sehen wir uns zwei Länder und zwei Nationalitäten an. Zuerst die Türkei, das ist ein feminines Land, und dann die USA, das ist ein Land, das im Plural steht. Zuerst die Sätze. Er ist, Punkt, 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 sie ist, Punkt, Punkt, Punkt. Sie kommen aus, Punkt, 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 und sprechen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, er ist, Punkt, 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 sie ist, Punkt, 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 sie kommen aus, Punkt, 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 und sprechen, Punkt, Punkt, Punkt. Setzen wir ein. Er ist Türke. Sie ist Türkin. Sie kommen aus der Türkei und sprechen Türkisch. Er ist US-Amerikaner oder einfach nur Amerikaner. Sie ist Amerikanerin. Sie kommen aus den USA. Hier könnte man auch sagen aus Amerika. Und sprechen Englisch. Und jetzt noch einmal. Er ist Türke. Sie ist Türkin. Sie kommen aus der Türkei und sprechen Türkisch. Er ist Amerikaner. Sie ist Amerikanerin. Sie kommen aus den USA und sprechen Englisch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.